Ich grüße euch, ihr Lieben. Auflösung der Sucht nach Drogen jeglicher Art. Annette hier. Ja, da muss man bestimmt nicht viel zu sagen. Ihr wisst, was da los ist. Und das können nicht nur diese verbotenen Substanzen sein, sondern ihr wisst, Alkohol und Zigaretten und Schokolade ist eine Droge, Tabletten, Medikamentenabhängigkeit, ist alles Drogen. Und da, ihr seht aus, wie als wenn ihr aus verkrusteltem Pulver besteht. Und da kloppen wir jetzt mal mit dem größten Dankeschön, den größten Hammer kaputt. Und dem Meißel. Und ihr kommt als eine ganz kleine Persönlichkeit zum Vorschein. So wie als wenn ihr noch ein Baby seid. Das heißt für mich die Metapher, ihr wurdet schon als Babys mit diesen Substanzen so stark vergiftet, dass euer energetisches Sein gar nicht wachsen konnte oder da rauskommen konnte, weil ihr wie gefangen wart in diesem Krustengedöns. Und ich lege euch jetzt gedanklich mal in ein Heil- und Reinigungswasser. Es ist absolut perfekt temperiert und es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen für jeden Einzelnen von euch. Und da lassen wir euch jetzt mal sauber waschen. Und ihr werdet sehen, dass ihr jetzt wächst und zu eurer wahren Größe jetzt aufsteigt, euch vergrößert. Dadurch, dass die Kruste jetzt weg ist. Ganz viel ist in der Wirbelsäule verankert. Ja, ne? Und das wird jetzt wie sauber gewaschen und sauber rausgesaugt, damit die Wirbel und eure Prana-Röhre wieder bereinigt ist. Sehr gut. Die Wirbelsäule, die Prana-Röhre dehnt sich auf, die war wie in einem absoluten Schockzustand, wie eingefroren. Auf Grundlage dessen, weil diese Substanzen, das ist ja alles Schwarzmagie, sie zutiefst verletzt und geschockt haben. So alles, was das ist, was darüber, darunter, daneben, dahinter und davor ist und da noch reinschlägt, auch wenn ich es nicht erwähnt habe, durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multiversen und Zeitzonen, zerstören, löschen, unkrähen, eliminieren, entmachten, können aufhören, ab, annullieren wir und geben zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Wirbelsäule wie Gummi, sehr gut. Frieden kommt jetzt in euer Herzbereich, weil ihr euch wieder spüren könnt, weil ihr wieder zu ihr, zu euch selbst werdet. Und diese Liebe, diese Gottesliebe, die euch jetzt flutet, gibt euch wieder dieses Gefühl, ich bin zu Hause, ich bin endlich zu Hause angekommen, in mir, in meiner Göttlichkeit. Und diese ganzen Substanzen zerstören mich nicht mehr. Denkt immer wieder daran, die dieses Problem haben. Die Schwermetallausleitung, Gifte-Video, ganz wichtig. Ihr liegt jetzt lang und bekommt jetzt göttliche Valium eingeschwungen. Werdet jetzt eingewickelt wie in einen Kokon, in einen Schutzkokon. Damit eure verwundete Seele genug Zeit und Raum hat zu heilen. Wunderschön. Anbindung an eure wahre Urquelle. Ihr spürt eure kosmischen Eltern.
Sie berühren euch. Ihr seid verbunden mit Mutter Erde. Und durch eure seelische, energetisch-körperliche Reinigung ist Mutter Erde jetzt extrem in der Lage, sich selbst zu reinigen. Wow. Jetzt kommt der weiße Heilnebel. 7 bis 8 Tage bleibt er bei euch. Dieser Seelenkokon bleibt deutlich länger, bestimmt so ein halbes Jahr. Ach ja. So, jetzt seid ihr total goldig und ich kann euch nicht mehr sehen. Das war's dann. Das war mal eine kurze Reinigung, ihr Süßen. Sind also nicht so viele, die dieses Thema haben. Also diese heftigen Themen. So, ich bedanke mich. Knuddel euch, wuddel euch. Segne euch. Ein Like, ein Kommentar. Teilt das Video. Ich freue mich. Eine weitere Abos. Ich freue mich wie Bolle. Wie der Berliner sagt, genießt den Tag, macht's gut, ihr Süßen.